Man muss eben gucken, der Feind steht außen. Der Feind steht außen, so ist Spekulation auf Einzelaktien, viel allein deswegen schon das Portfolio eine Anleihenkomponente enthalten. Es geht nicht um die Spekulation, sondern es geht um die Korrelation, Diversifikation. Ne? Und die ist einfach sehr stark bei den Rohstoffen da. Dann kommen wir mal zu der nächsten Anlageklasse, den Anleihen. Jetzt haben Sie nämlich gerade schon erwähnt, Sie wissen nicht, ob es die nächsten Jahre funktioniert, deswegen lassen Sie die Faktorinvestments sein. Funktionieren denn Anleihen in den nächsten 10, 15 Jahren? Naja, die Zinsen werden immer höher, deswegen werden die Anleihen per se wichtiger. Nicht? Und dadurch, dass die Verluste in den Anleihen haben wir schon eingefahren. Und wie es weitergeht, wissen wir letztendlich nicht, wo die Zinsen hochgehen werden. Und bei Anleihen kommt ja eben noch zusätzlich dazu, das ist ja vom Risiko ist es einfach eine Verringerung des Risikos. Ne? Das ist schon eine Sache und deswegen sollte allein deswegen schon das Portfolio eine Anleihenkomponente enthalten. Ne? Man könnte sich jetzt überlegen, ob man sag mal, auch weiter international, also nicht Euro-Anleihen nimmt. Da ist so ein bisschen die These aus der Literatur. Es kann klappen, kann nicht klappen. Man hat das Währungsrisiko, ob man das Währungsrisiko wirklich in der Höhe durch eine Mehrrendite entschädigt wird, ist diffus nach meinem Verständnis der Literatur. Also lässt man es lieber. Für den Euro-Anleger, das ist das Wichtige, ne? Das heißt, wenn ich in der Karibik lebe, dann muss ich irgendwas gucken, ob ich mit dem, ich weiß nicht, wie der Bahama-Dollar heißt oder irgendwas, ne? Dann ist es was anderes, ne? Ja, Also die und Idee schon mit der Währungskonkurrentenfinanzierung, der Währungskonkurrentenanlage, das ist ja, warum soll ich ein Risiko durch Währung eingehen, wie manche Leute früher ihr Haus mit Schweizer Franken finanziert haben und damit unglaublich auf die Nase gefallen sind, ne? ja, und Sie investieren aktuell vor allem in Staatsanleihen, die den ganzen Euromarkt sozusagen abbilden. Ja. Es Ja. wird einfach praktisch alle Anleihen genommen. Es gibt eine Definition dafür, die ich nicht auswendig kann, die man nachlesen kann. Da ist Selective, hat eine wunderbare Homepage. Da gucke ich immer mal nach, wenn ich es vergessen habe. Und da wird es genau beschrieben. Man nimmt alle Staatsanleihen und entsprechend der Gewichtung der Anleihen im Markt wird in die investiert. Ja, die Anleihen sind ja jetzt so an sich erstmal sehr, sehr unpopulär bei Privatanlegern, weil man sagt, die bringen ja keine Rendite oder keine Zinsen. Oh, hat sich geändert, ne? Das hat sich Ja. jetzt geändert, ja, Ja. nachdem es jetzt erstmal massiv Verluste gab, das Ja. stimmt. Aber dies ist das Tolle. Die haben wir durch diese unglaublichen Rohstoffgewinne bei uns im Fonds ausgeholt. Ne? Also diese Diversifikation, dieses Jahr ist es faszinierend. Ne? Entschuldigung, wollte mal meine Begeisterung loswerden, ja. Nee, das ist ja schön, dass man Ihnen das auch so anmerkt, dass Ihr Produkt Sie selbst noch nach 15 Jahren so begeistert. Warum, Sie haben es vorhin schon mal angetönt, warum haben Sie sich bislang gegen Corporate Bonds, also gegen Unternehmensanleihen gewehrt? Also, weil wir es getestet haben, uns kommt raus, es ist ähnlich gut wie normale Anleihen, also es ist kein Unterschied. Und ich finde, man soll ja auch eine Anlagestrategie haben, die einfach ist, so klar, transparent. Und ich habe ein Unternehmen, was für Risiken habe ich? Ich habe ein Unternehmensrisiko, das ist im Aktienmarkt drin. Okay, da habe ich ein Risiko von der ganzen Verteilung. Ich habe ein Unternehmensrisiko bei den Anleihen. Da ist nur ein Teil der Verteilung, was man so sehen will, dabei. Aber es ist auch letztendlich Unternehmensrisiko. Und dann habe ich ein Zins- und Euro-Risiko. Und das habe ich in Staatsanleihen drin. Da finde ich es irgendwie sauber, das zu trennen vom Konzept. Und ich würde natürlich nicht Prinzipienreiter sein, wenn ich wüsste, da ist eine Überrendite da. Aber die ist ja nicht da. Es ist so, manchmal, manchmal nicht oder so. Also so. Aber nicht irgendwie so, dass man sagt, da kommt ein 1% pro Jahr mehr raus, ne? Also Sharpe-Ratio-mäßig, ne? Sie haben jetzt, genau, Sie haben jetzt mit die Unternehmensanleihen mit Staatsanleihen gleichgesetzt, da meinten Sie vom Renditerisikoverhältnis her, weil von der Ja, vom Rendite. Renditerisikoverhältnis, ne? Weil Unternehmensanleihen tendenziell riskanter sind, zahlen ein bisschen mehr, ne? Aber dann investiere ich in Risiko rein, was letztendlich ich auch schon in der Aktie drin habe, ne? Das ist ein Risiko, ne? Und deswegen bringt das auch in der Regel nicht mehr. Ne? Und wenn dann irgendwo eine Werbung ist,
Unternehmensanleihen sicher 7%, da muss man sich auch mal irgendwann anfangen zu denken, muss man sagen, warum geht er nicht zu einer Bank und finanziert sich für 3%? Ne? Warum schmeißt er das Geld an die Unternehmensanleihe-Leute raus? Klar, was riskant ist, ne? Das ist der Punkt. Ne? Aber es ist ein Unternehmensrisiko, das ist schon drin, wenn ich die Aktie investiere. Ne? Gut, die Rohstoffe haben wir auch schon angesprochen gehabt. Es gibt die Meinung, dass ein Investment in einen Rohstoff, da es keine innere Rentabilität gibt, immer Spekulation ist. Was sagen Sie dazu? Ich kenne das natürlich und ich kenne auch Leute, die sagen, ich investiere nicht in Rohstoffe, aus genau diesem Grund. Dann kann ich sagen, ist alles in Ordnung, du musst ja nicht. Und es ist aber eine Asset-Klasse, die es geht nicht um die Spekulation, sondern es geht um die Korrelation, Diversifikation. Ne? Und die ist einfach sehr stark bei den Rohstoffen da. Und wenn man die nicht nimmt, das wäre Geld am Tisch liegen lassen. Ne? Und deswegen ist das schon eine Sache, die man machen sollte. Und zusätzlich ist es eben so, dass man bei Rohstoffen sagt, kam auch raus, dass es auch eine Art von Inflationsausgleich ist, ne? Also Inflationshedge. Ne? Also insofern ist es eine Assetklasse, die man nehmen sollte. Und jetzt kann man natürlich die Backen dick aufblasen, weil es gerade mal geklappt hat und so weiter. Aber auch ex ante ist es eine Sache, die man machen sollte. Okay. Als Privatanleger, der jetzt nicht in den Arero investiert, wie würden Sie das ganz privat abbilden und wie bilden Sie es im Arero ab? Nein, Arero bilden wir so ab, dass wir diese Rohstoffe natürlich nicht physisch kaufen, denn ich will nicht den Weizen da auf dem Parkplatz der Deutschen Bank liegen haben, weil das würde die Märkte auch verzerren. Ne? Das ist irgendwie so Nahrungsmittelspekulation, aber diese Abbildung über Futures, wie sie gemacht wird bei uns, ist eine Abbildung, die zumindest was wir wissen, nicht die Märkte durcheinander bringt, sodass man keine Spekulation auf Weizen macht oder was in die Richtung, sondern abbildet. Und das ist die Idee, die gemacht wird. Bin ich völlig in Ordnung, ja. Und da gibt es ja die Rollverluste, die halt vor allem auf lange Sicht so gegen Rohstoffinvestment sprechen. Das heißt, man versucht ja immer in den Rohstoffen investiert zu bleiben, die aufgrund der Lagerkosten sind aber die zeitnaheren Futures sozusagen günstiger als die in der Zukunft. Man kauft also mal teuer ein und verkauft etwas niedriger. Umgehen Sie das oder ist das einfach die akzeptierte Diversifikationsprämie, die Sie zahlen? Also ich bin ja nicht der Fachmann, mein Kollege weiß darüber mehr Bescheid. Also was ich erzähle das so ein bisschen, ohne die letzte Sache zu haben, ist, dass wir das über 3-Monats-Future machen, dass die Rollverluste dann nicht so groß sind, dass es angeblich die beste Art ist, das zu machen. Wie viel da auf dem Tisch liegen bleibt, weiß ich nicht. Manche sagen, es bleibt gar nichts auf dem Tisch liegen, aber es ist für mich auf jeden Fall eine akzeptierte Sache, das zu machen, weil bei den Rohstoffen will ich dabei sein. Ne? Okay. Einfach von der Asset-Klasse, die da ist. Ne? Ich meine, das sieht man jetzt, wenn ich jetzt über den Ölpreis sehe, ne? Da sind wir auch dabei, leider kann ich nur sagen. Ne? Aber so, ja. Aber wir können durch die erhöhte Kurse zumindest den Sprit zahlen. Ne? Ich meine, das hätte man vor 2 Jahren vielleicht nicht so sagen können, weil der Ölpreis da zwischendurch mal bei Null war oder sogar negativ. Das ist jetzt natürlich gerade die aktuelle Situation. Ja, mal so. Ne? Also es ist so, ich halte mich ja auch bewusst zurück. Ich gehe auch nicht durch die Gegend und sage, hey, wir sind die Größten, was wir gemacht haben oder so. Ne? Aber es ist eben Diversifikation. Ne? Ich kann ja auch in der Vergangenheit mal sagen, da waren die Emerging Markets besonders gut. Und dann vor 5 oder 6 Jahren hat jeder gesagt, wie kannst du in Anleihen investieren? Ne? Und das war das, was damals das Beste war. Ne? Das ist irgendwie, weil der Zins doch runtergegangen ist, was keiner geglaubt hat. Der Punkt ist einfach, sie wissen nicht, was in der Zukunft ist. Ne? Deswegen müssen sie mit der Unsicherheit der Zukunft umgehen und das können sie nur durch Diversifikation. Ne? Und ob sie jetzt 60 machen oder 55 oder 65 ist ex ante egal. Da müssen sie halt irgendwas festlegen, was einigermaßen sinnvoll ist. Sehr, sehr spannendes Konzept. Insgesamt vielleicht noch ein paar abschließende Fragen so generell zur Handhabung auch des Arero. Ein Zuschauer hat gefragt, ob das nicht ein sinnvolles Investment für den mittelfristigen Bereich ist, weil es ja risikoärmer ist als jetzt ein 100%iges Aktieninvestment. Was würden Sie antworten? Ja, das haben wir ganz am Anfang diskutiert. Mittelfristig, also erstens weiß ich nicht, was mittelfristig ist. 5 bis 10 Jahre. Ja, das ist aber genauso für ein Jahr. Und
Ich habe das Risiko ist in einem Jahr geringer, das Risiko ist für morgen geringer, das Risiko ist in 20 Jahren geringer, weil die Volatilität, die Schwankungsbreite einfach geringer ist. Ne? Und wenn Sie die hintereinander legen, ist sie immer geringer. Ne? Also deswegen ist diese Mittelfristigkeit mir nicht klar. Ich bin ein bisschen professoral. Das ist nicht das Konzept, was ich darauf anwenden dürfte mit der geringeren Volatilität. Na, wenn wir mal sagen, in 5 Jahren möchte ich in Rente gehen oder in 5 Jahren möchte ich eine Immobilie kaufen oder in 7 Jahren, würden Sie dann in den Arero-Fonds investieren? Also Immobilie ist eine ganz andere Frage wie in Rente, weil bei Immobilie ist es ja so, dass ich das Geld dann brauche. Das heißt, wenn ich jetzt 100.000 Euro hätte, mit mühsam Ja. angespart und will dann, kriegen Sie auch keine Nein. Immobilie mehr, außer in der Hinterpfalz. Ne? Aber wenn Sie irgendeine Sache haben, da würde ich wahrscheinlich auch irgendwann gar nicht mehr in Ari, aber auch gar nicht in einen anderen Fonds gehen, sondern einfach gucken, dass ich Schwabo immer gesagt haben, übertrieben gesagt habe, weil ich das eben sicher benötige. Das ist die eine Sache. Ne? Mit der Rente finde ich, da ist eine große Misskonzeption da. Ich bin ja Rentner, so Pensionär, wie das so heißt. Das Leben hört mit 66 nicht auf. Das kann ich an alle Jüngeren sagen. Hey, habt Mut, mit 66 hört es nicht auf. Und die statistische Lebenserwartung ist ja noch ewig, also zumindest Gott sei Dank noch ein bisschen. Das heißt, ich habe immer noch einen Anlagehorizont für 15 Jahre. Und wenn ich 65 bin oder 20 Jahre, und die nächste Sache ist, die meisten Rentner brauchen das Geld eh nicht, sondern sparen eh für ihre Kinder, also Good News. Und warum soll ich dann nicht in Arero oder ähnliche Dinge drin bleiben? Ne? Das ist diese Misskonzeption, dass man 65 ist eigentlich kein besonders interessanter Datum, um über die Änderung der Anlagestrategie nachzudenken. Übrigens, 25% der Zuschauerinnen und Zuschauer sind über 60 Jahre bei uns. Ah ja, sehr gut. Dann Also, ist das für die das Wort. Also denkt nicht, ja. das ist er und so weiter. Genau, trotzdem keine Sehr gut. Anlageberatung oder Anlageempfehlung natürlich. Ja, das macht keinen Sinn. Es ist wirklich, man muss eben sagen, das sind viele Leute, die so reden, die sagen, ich gehe jetzt in Rente, dann muss ich was Sicheres anlegen. Ich sage, warum denn? Wann brauchst du das Geld? Ja, wahrscheinlich nie. Ja, eben. Ne? Das heißt, der Anlagehorizont ist das Wichtige. Ne? Und wenn, ja, also für die Enkel oder irgendwas in der Richtung, ne? Für die Leute. Ja, und dann haben Sie jetzt eine thesaurierende Variante, aber keine ausschüttende Variante des Arero. Gibt es dort spezielle Beweggründe für? Naja, das fragen die Leute immer mal wieder, warum macht ihr nicht eine ausschüttende Variante? Wir machen die thesaurierende Variante, ist eine der wenigen Sachen, wo wir wirklich mit erhobenen Professorenfingern hingehen und sagen, wir wissen, dass das Ganze, also Anlegen ist die Mitnahme des Zinseszinseffekts, um es mal so zu sagen. Ne? Das heißt, ich habe exponentielles Wachstum, Zinseszinseffekt, das sind Sachen, die da sind. Die klappen aber nur, wenn ich was bekomme und lege es wieder an. Das heißt, ich könnte das natürlich machen, ich habe eine Ausschüttung und lege es dann wieder an. Wir wissen aber aus der Forschung, dass die Leute das nicht machen. Die Leute sagen zwar, wir wollen das machen, machen es aber nachher nicht. Ne? Das heißt, durch die thesaurierende Variante, die das automatisch macht, bei uns werden natürlich die Dividenden und alles reinvestiert in Form des Index, in Vorrang, zwingen wir die Leute implizit, den Zinseszinseffekt zu machen. Das ist einfach wir nennen das Neudeutsch Commitment Device, eine Knebelung der Leute, den Zinseszinseffekt zu machen. Das wollen wir. Wir wollen den Leuten zum Sparen helfen. Es gibt alle möglichen psychologischen Biase. Und der Fonds ist eigentlich gut dafür, diese Biase zu umgehen, weil er einmal die Entscheidung, wo wir wissen, dass sie nicht richtig gemacht wird, die wird abgenommen. Deswegen ist Thesaurierung wesentlich besser, als man denkt. Ja, okay, spannend. Also ganz für den Kunden mitgedacht, schon von vornherein sozusagen. Naja, dafür machen wir es ja. Ne? Also ist diese beide. Man hat alle möglichen Sachen. Ne? Das ist genauso, was Sie sagen, Market Time sind alles Sachen, wo wir auch wissen, warum die Leute das machen. Ne? Und da wollen wir die Leute ein bisschen einschränken. Einschränken, im Fehler machen. Ne? Okay. Und die nächste Frage ist auch oft gestellt. Wie sollte man, wenn man jetzt einiges angespart hat, man hat sich noch nie so richtig mit dem Investieren beschäftigt, man hat jetzt eine gewisse Summe angespart und möchte die gerne zum Arbeiten bringen. Was wäre für Sie das optimale Vorgehen? Alles mit einmal, gerade vielleicht jetzt, weil die Kurse niedrig sind, alles mit einmal rein oder sollte man es über 3, 6, 12 Monate strecken oder wie würden Sie da eine Empfehlung aussprechen? Es ist wunderbar, wenn ich Ihre Frage
immer, bevor ich sie richtig beantworte, aufnehmen darf, die Kurse niedrig sind. Das hängt einfach ab, was ich den Investoren empfehlen würde. Gucken Sie mal einen DAX-Chart an. Da gucken Sie mal, das ist das letzte Jahr an, da ist der Kurs nieder. Da gucken Sie mal die letzten 10 Jahre an, da ist der Kurs hoch. Ne? Also es gibt kein Nieder und Hoch in dem Sinn. Der Kurs ist so, wie er ist. Okay. Wenn wir das akzeptiert haben, spielt es eigentlich keine Rolle. Dann können wir alles investieren. Dann sagen aber die Leute, aber wenn es dann runtergeht, dann ärgert mich das wahnsinnig. Ne? Da muss man sagen, okay, du musst ja nicht rational handeln. Wenn es für dich wichtig ist, für dein Seelenheil, dann machst du es so, dass du jetzt investierst und in einem halben Jahr. Rational wäre was anderes, aber es ist nicht so schlimm. Das heißt, du zahlst für dein verhaltenswissenschaftliches Wellbeing, zahlst du ein bisschen was. Und das finde ich völlig in Ordnung. Okay. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Gibt es ein letztes Statement, was Ihnen irgendwie auf der Zunge brennt, was Sie unbedingt noch loswerden möchten? Na, ein bisschen immer so. Selbst wenn du nicht Arero kaufst, dann mach was Ähnliches. Das ist eigentlich die Hauptsache, weil die Strategie ist schon vom Wissenschaftlichen sinnvoll. Also wir lehnen uns immer wieder zurück und überlegen, was würden wir anders machen? Wie würde ich mein Geld anders investieren? Da fällt mir eigentlich auch nichts mehr ein. Ne? Und das sollte schon ein bisschen den Leuten zu denken geben, weil wir kennen die Literatur doch vielleicht besser als viele andere. Ne? Was ist denn aus Ihrer Sicht die zweitbeste Strategie auf dem Markt? Also das sind Produkte, die was Ähnliches machen, das ist auch in Ordnung. Also sie gehen mehrere ETFs, machen das Rebalancing, gehen über die Assetklassen. Sie können den Array ja auch selbst abbilden, ist überhaupt kein Problem. Und ist praktisch, die Formel ist ja da, können das selbst machen. Kommen dann vielleicht ein paar Basispunkte billiger, aber sind vorsichtig mit Steuereffekten und so weiter. Wir haben es wirklich mal durchgerechnet. Es ist alles so dasselbe, ne? Also was man macht. Aber man muss eben gucken, der Feind steht außen. Der Feind steht außen, so ist Spekulation auf Einzelaktien, viel hohes Trading Volume, was ja viele Leute machen, wo sie auch incentiviert werden, das zu machen. Ne? Und das ist der eigentliche negative Sache. Ne? Und da sollte man wirklich die Finger von lassen. Ne? Und auf die nächsten 5 bis 10 Jahre gerichtet, momentan sieht alles düster aus. Man sieht auch schon die ersten Vorsorgemaßnahmen oder was man sich so vorgenommen hat, für die Vorsorge zu tun, wird erstmal wieder eingestellt. Natürlich ist es auch total verständlich wegen höheren Preisen und man weiß nicht genau, wie hoch diese Preissteigerungen ausfallen werden. Für die nächsten 10 Jahre sind Sie trotzdem ein Verfechter von Investieren und Sparen. Naja, das ist doch so, was ist denn eine Aktie? Muss ich das wirklich mal überlegen? Das ist eben kein Spekulationsobjekt, sondern als Aktie, ich sage es jetzt bewusst falsch und korrigiere mich dann gleich, als Aktie gehört mir ein Teil des Schornsteins vom Unternehmen. Und ich habe noch einen Vorstand, der sich darum kümmert. Das heißt, ich habe einen Sachwert und ein incentiviertes Management, das meinen Sachwert versucht, möglichst viel Gewinn rauszuholen. Das ist doch eine tolle Sache, ne? Und Sie können aus der Hyperinflation von, ich weiß nicht, 1923 oder irgendwann gucken, können Sie sehen, da ist die Inflationsrate so und der Aktienkurs ist so, weil es eben Sachwerte sind. Ne? Und deswegen bin ich, und Rohstoff haben wir ja schon gesagt, Anleihen ist so eine Sache, weiß man nicht, was passiert. Aber deswegen ist diese Investition, man ist in vielen Fällen, bildet das die Unsicherheit ab, man ist eigentlich ganz gut gebettet. Und deswegen bin ich optimistisch. Prima. Also wüsste ich nicht, was man anders machen sollte. Ne? Ja. Ja. Professor Weber, vielen, vielen Dank. Und wenn ihr noch Fragen an den Professor habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wir schauen uns jeden davon an. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann auch noch mal einen zweiten oder dritten Part. Insofern vielen, vielen Dank, Herr Weber, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie auch die Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer beantwortet haben. Und ja, alles Gute weiterhin für den Arero-Fonds und viel Erfolg. Ja. Vielen Dank für die Fragen. Bis dann. Tschüss.